Ja, hallo, ich bin Zoe, ich bin 24 Jahre alt und ich mache im Haus Mamre mein Beteljahr. Im Haus Mamre leben verschiedene Kinder und Jugendliche aus der Ukraine mit Schwerstmehrfachbehinderung. Ich möchte später die Heilerziehungspflegeausbildung machen und deswegen dachte ich schnupper erstmal in diesen Bereich rein und habe mich dann fürs Beteljahr beworben. Mein besonderes Erlebnis war, dass letzte Woche tatsächlich ein Kind zu mir gesagt hat, dass sie mich lieb hat. Das bedeutet mir einfach super viel. Es ist einfach, ich sag mal, ein Geschenk, hier zu sein. Und man sieht einfach die Freude in den Augen der Kinder. Und ich möchte einfach, dass jeder diese Freude weitergeben kann. Deswegen würde ich es 100%ig weiterempfehlen.